Willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute geht es um die lineare Regression. Sie ist ein sehr wichtiges Werkzeug in der Statistik und warum sie so wichtig ist, das werden wir jetzt näher durchleuchten. Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Jeden Morgen, jeden zweiten Morgen stellen wir uns auf die Waage und messen unser eigenes Körpergewicht. Das Gewicht für die Tage Montag, Mittwoch, Freitag ist uns jedoch unbekannt, da wir an diesen Tagen nicht gemessen haben. Aus diesen Daten können wir eine Punktwolke generieren, wo wir die Variablen Gewicht und Tag gegeneinander plotten, so wie wir es hier sehen können. Wenn wir jetzt aber wissen wollen, an welchem Tag unserer Diät wir das geringste Gewicht hatten, beziehungsweise das höchste Gewicht hatten, so können wir die Frage mit den vorliegenden Daten nicht zu 100% korrekt beantworten. Der Grund dafür, wir haben es mit einem diskreten Datensatz zu tun. Diskreten Variablen gegenüberstehen stetige Variablen. Und da kommt jetzt Mathematik ins Spiel. Wir müssen mathematische Formeln und Funktionen sinnvoll anwenden, um aus einem diskreten einen stetigen Datensatz zu machen. Und dafür, meine Lieben, dafür benötigen wir die mathematische Regression. Eine Regression gibt einen Zusammenhang zwischen zwei oder mehr Variablen an. Es wird vorausgesetzt, dass es einen gerichteten linearen Zusammenhang gibt. Das heißt, es existieren eine abhängige Variable und mindestens eine unabhängige Variable. Lasst uns das mal an einem Beispiel durchgehen. 10 Probanden wurden gemessen mit der Körpergröße von x Zentimetern und y Kilogramm. Die erste Frage, die wir uns stellen, wenn wir die Daten vorliegen haben, wie lässt sich die Körpergröße und das Gewicht in einen linearen Zusammenhang bringen? Ein erster Ansatz wäre, die Daten erstmal grafisch zu plotten. Das sehe dann so aus. Und wenn wir uns die Daten mal genauer anschauen, dann können wir mit dem bloßen Auge erkennen, dass die Körpergröße eines Menschen mit dem Gewicht zusammenhängt. Eine Hypothese, die man aufstellen könnte, wäre, je größer der Mensch, umso schwerer ist er. Um diese Hypothese zu bekräftigen, erstellen wir mal schnell eine Regressionsgerade. Das Ziel bei der Erstellung der Geraden ist es, dass die Summe der Abstände der einzelnen Punkte zur Geraden minimal ist. Den Abstand des Punktes zur Regressionsgerade bezeichnen wir mal mit E und dieser errechnet sich aus dem Gewicht einer bestimmten Person minus dem Durchschnittsgewicht. Dieses wird durch das Y-Dach beschrieben. Hier sehen wir die Formel für die lineare Regressionsgerade. Erstere ist die klassische Formel, ax plus b. Die Formel gibt das Durchschnittsgewicht für alle x-Werte, deswegen auch das y-Dach. Addiert man zu den Durchschnittswerten die Residuen e, so erhält man den tatsächlichen y-Wert, sprich das tatsächliche Gewicht in Kilogramm. Das ist zwar alles schön und gut, aber wie können wir jetzt damit rechnen? Das einzige uns Bekannte in der Formel ist die Körpergröße, das xi. Wir wissen weder, was der Parameter a, b noch der Durchschnittswert ist, aber den können wir ja errechnen. Und genau das machen wir jetzt auch. Fangen wir an mit der Berechnung des Parameters a. Diesen bekommen wir mittels folgender Formel heraus, aber im Laufe der Rechnerei werdet ihr erkennen, dass der Ausdruck nur so aussieht und eigentlich ganz harmlos ist. Dann lasst uns mal anfangen. Das erste, was wir benötigen, ist der Durchschnittswert von x und von y. Wir summieren die ganzen Werte miteinander und teilen sie durch die Anzahl aller Werte. Und erhalten als Durchschnitt jeweils den Wert 183 für die Körpergröße in Zentimeter und 84,5 für das Körpergewicht in Kilogramm. Gleichzeitig haben wir in dieser Tabelle auch das Ergebnis für diesen Wert hier aufgelistet. Und zwar handelt es sich hierbei um die jeweilige Abweichung. Wir rechnen den gemessenen Wert x minus den Durchschnittswert x'. Da der Durchschnittswert ein Mittelwert ist, ergibt die Summe der errechneten Abweichungen gleich 0. Die einzelnen Abweichungen für die Körpergröße x sind also bestimmt. Und jetzt gehen wir das ganze Spielchen mal für die Gewichtswerte y durch. Denn zwei Sachen müssen wir noch in unsere Formel für die Bestimmung des Parameters a einsetzen. Auch hier sehen wir wieder, die Werte hauen hin. In der ersten Zeile beträgt das Gewicht 80 Kilo. Und das rechnen wir minus den Durchschnittswert 84,5 und erhalten den Wert minus 4,5. Wie sieht nun der nächste Schritt aus? Wir können schon Sachen in unsere Formel einsetzen, und zwar in den Nenner. Wir summieren die quadrierten Abweichungen der unabhängigen Variablen x, in diesem Fall der Körpergröße, und erhalten den Wert 558. Wir nehmen die Abweichung zum Quadrat, weil ja sonst der Wert 0 rauskommen würde. Das Ergebnis wird auch als Varianz von x bezeichnet. Varianzen dienen dazu, Standardabweichungen zu ermitteln, aber das ist ein anderes Thema in der Statistik. Wir setzen den Wert jetzt erstmal in unsere Formel für die Bestimmung des Koeffizienten a ein und wir sehen, dass wir irgendwie noch den oberen Teil, den Zähler, errechnen müssen.
Das aber, meine Lieben, das gibt's im zweiten Teil. Tschüss und auf Wiedersehen.